Ja, schönen guten Morgen. Das war eine ruhige Nacht bei mir beim Karpfenangeln am Vereinsgewässer. Nun, ihr wartet bestimmt voller Spannung darauf auf meinen letzten Prolly-Test. Den habe ich jetzt gemacht, diese Nacht. Und dazu werde ich euch später noch was zeigen. Also es dauert noch einen Moment. Habt Geduld, bis dann. Erstmal frühstücken, genießt ihr so lange die Aussicht. Heute mache ich mir mal wieder ganz einfach Brot, Käse, Kaffee, das wär's. Ach so, und am besten ist es gleich so ein Raclette-Käse, oder? Weil der hat ein bisschen Geschmack oder eben ein Appenzeller. Das ist der, wo das Geheimnis so geheim ist, ja? Wie wir ja jetzt aus der Werbung wissen. Gleich noch ein Beweis. Ach du kleines Spinnchen, kommst hier nicht rein. Zoome ich mal weg oder mal kurz übers Dach. Man sieht also deutlich schön Kondenswasser auf dem Brolli. Ein Stück zurück. Eigentlich gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Nur eigentlich so viel, da es ja genäht ist, war es ja eh klar, dass es halt nicht runterfällt, wie man hier auch noch sieht. Die Spinne hängt hier auch gemütlich ab. Wenn ich will, rolle ich das hier oben auf beim Auslüften. Innen hat sie auch massig Kondenswasser. Dann klammere ich das hier fest, dass es offen bleibt. Auch wenn jetzt eine Windböe kommt, bleibt das schön offen, so wie ich es will. Ja, das wär's. Ist das nicht geil? Das wär's dann mit meinem Brolli-Test. Voll überzeugt. Und ja, ich habe eine scheiß Freude. Ja. Sieht erstens noch gut aus, bringt auch was. Die Nacht hatte ich nicht einen Besuch von einer Mücke oder sonst was. Dank der Klammern hier. Wie schon erwähnt, ist nicht ganz einfach. Lange Arbeit, aber ich finde, ich will nichts mehr anderes. Und naja, den nächsten Brolli, wenn ich mal was kaufen muss, dann schaue ich, dass das schon drin ist. Klar. Aber wahrscheinlich wird es dann wieder so verarbeitet sein, dass ich wieder nicht zufrieden bin. Gut, gibt es auch oft bei mir, dass ich alles noch abändern, anpassen muss, verstärken etc. Aber das kennen wir ja alle. Übrigens, diese Nacht hatte ich bloß einen Fisch dran, aber egal. Aber das kennen wir, es ist jetzt Mittag, 11 Uhr so, morgens noch.
So. Jetzt erst noch frühstücken. Oder so ein Appenzeller. Da wo ja das Geheimnis kannst nichts falsch machen, passt schon. Käse hält Leib und Leben zusammen.